Hallo liebe Tasty Food Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Fast, Easy and Tasty. Heute machen wir eine leckere dunkle Soße, denn die wird international wirklich gerne gegessen. Zumindest geht uns das so. Viele Gerichte schmecken mit Soße einfach besser. Also, los geht's! Und das sind unsere Zutaten. Eine Rinderbeinscheibe mit Markknochen, Tomatenmark, Speisestärke. Der Gemüsekorb besteht aus Petersilie, einer Gemüsezwiebel, Sellerie, zwei Karotten und Lauch. Wir nutzen dazu Wasser, Rotwein und zum Anbraten etwas Pflanzenöl. Gewürzt wird mit Knoblauch, Wacholderbeeren, Piment, getrockneten Lorbeerblättern, Salz und Pfefferkörner. Die genauen Mengenangaben findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Los geht's mit unserem bunten Gemüsekorb. Wir schneiden das Gemüse in grobe Stücke. Und schon kann es am Herd weitergehen. Sobald der Topf schön heiß geworden ist, geben wir das Öl hinein und die Beinscheibe wird von beiden Seiten scharf angebraten. Das gibt richtig schöne Röstaromen. Weiter geht's mit dem Tomatenmark. Unserem Gemüse. Wenn auch das Gemüse ein wenig Farbe bekommen hat, wird mit Wasser und mit Rotwein abgelöscht. Jetzt geben wir noch die frische Petersilie und die Gewürze dazu. Rühren alles nochmal gut um. Schließen den Topf und lassen es auf kleiner Flamme für ca. 2 Stunden köcheln. 2 Stunden sind jetzt rum, unsere Soße riecht schon wunderbar. Also können wir das Gemüse, das Fleisch und die Gewürze von unserer Soße trennen. Dazu nutzen wir ein Sieb. Jetzt werden wir die Stärke in ein bisschen kaltem Wasser lösen. Und unsere Soße schön damit andicken. Jetzt nochmal schön aufkochen und fertig ist unsere leckere dunkle Soße. Wir hoffen, unser Video hat euch gefallen. Viel Spaß beim Nachkochen, lasst es euch gut schmecken und abonniert am besten gleich unseren Kanal, damit ihr kein weiteres Video verpasst. Bis bald. Tschüss.